Jo, meine Kinder, was geht ab zur allerersten Ausgabe von Schibi bewertet euer Team. Oh, allererste Ausgabe, it's gonna be Legend. Derry. Ja, super gut gelaunt und auch ganz bestimmt nicht geklaut. So bin ich. Ja, das hat sich alles so einfach so ergeben, würde ich mal behaupten. Ich habe ja auf Instagram mal wieder eine Fragenrunde gemacht. Da hat dann jemand von euch hier so gefragt, Jo, Schibi, könntest du mal Teams bewerten? Dann habe ich mir gedacht, mir eigentlich wurscht, entscheidet die Community, gab es eine Instagram-Story-Umfrage, nennt man das so, ja bestimmt. Und dann haben, glaube ich, 79% für Ja gestimmt und siehe da, nun sind wir hier. Ihr konntet euer Team einsenden im YouTube-Community-Feed oder eben auf Instagram. Und ich werde euch gleich noch was ganz Schönes präsentieren. Schön liegt im Auge des Betrachters, in meinem Fall war es nicht so schön, aber ja, in eurem Fall auch nicht, egal. Ich zeige euch, was ich meine. Ich muss mir bei diesen Videothemen leider immer viel Geheule anhören, weil es war auch schon bei den Squad-Builder-Battles so. Ey, Schippi, du hast dir nicht mal mein Team angeschaut. Ja, manche denken auch hier, sie sind die einzigen Menschen auf der Welt, die mir ihr Team schicken. Nun zeige ich euch mal auf Instagram, wie viele Anfragen ich alleine dort bekommen habe. Und ich lasse jetzt YouTube mal aus, wo mir auch genug geschrieben haben, ne? So, mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ja nun nicht so schlimm, wenn es unscharf ist. Das sind ja alles eure Usernamen. Und hier, das waren alleine nur die Nachrichtenanfragen. Also Leute, mit denen ich noch nie geschrieben habe auf Instagram. Hier, da hat's begonnen und jetzt scroll, scroll, scroll. Ich muss nur da in den Bildschirm reinschauen, weil sonst weiß ich nicht, wann es endet. Scrollen wir mal ein bisschen schneller. Alles Anfragen, alles verschiedene Personen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es endet. Und das in 2 Tagen. Das ist echt schön, schön, ja. Ja, wenn wirklich kürze ich es ein bisschen, weil, das dauert, ne? Ja. Scroll, scroll. Alles Teams und ja, jetzt sind wir fertig. Wunderbar. Und am besten soll ich mir alle anschauen. Alle währenddessen jetzt. Ich habe mir im Übrigen noch kein einziges Team angeschaut, damit die Überraschung ein bisschen größer ist und ja, ich denke, das ist auch besser, oder? Ja, klingt fair? Klingt fair. Schön. Ich will nicht mal schätzen, wie viele unterschiedliche Teams das nun waren mit YouTube, aber ihr habt gesehen, viele. Ja. Und ich muss schon ehrlich sagen, doch, ich interessiere mich für eure Teams, weil ich muss sagen, jeder einzelne Zuschauer, jeder von euch kennt mein Team. Aber ich, euer mega super Schibi. Oder irgendwie so. Mega Super Schibi ist jetzt nicht so toll, aber egal. Ich kenne kein einziges Team von euch. Ist schon ein bisschen crazy. Deswegen eigentlich mal ganz interessant zu wissen, so hey, was haben eigentlich meine Abonnenten für ein Team? Mal gucken. Vor allem so rote Player Picks und so. Gibt es da Leute, die viel Glück hatten? Oder eher wie ich, so einmal Mané oder Cancelo. Und das war's. Ich bin gespannt. Gucken wir mal gleich rein, ob wir was Schönes finden. Das allererste Team, das mir geschickt worden ist, kam von Niklas und ja, stabiles Team, hat 3 rote Informs mit eingebunden hier mit Laporte, Robertson und Dembélé. Dann hat er noch Oscar, ist das glaube ich, Squad Building Challenge, Pato Flashback, Wants to Watch Felipe Anderson. Ist ein recht interessantes Team, ist nicht gar so teuer, würde ich mal behaupten, vor allem nicht durch die roten Player Picks und auch wenn noch 3 normale goldene Karten mit dabei sind, taugt. Würde ich auch so spielen. Dann haben wir hier ja auch noch den Squad Building Challenge, also den Swap Juan Jesus heißt der, oder? Ich denke schon. Auch der hat stabile Werte. Also ein absolut stabiles Team. Und dafür, dass er der Erste ist, beziehungsweise als Erstes überhaupt was geschickt hat, ja, hätte schlimmer kommen können, oder? Ja, das sage ich schon. Cool gelingt, einfallsreich, sehr abwechslungsreich. Und dem Team würde ich mal 8 von 10 Punkten geben. Ist fair, oder? Ja. Wie gesagt, ein bisschen Low Budget, aber dafür ein gutes Low Budget Team. Uiuiui. Das nächste Team kommt von Sven. Da muss ich ganz dringend los, aber ganz dringend. Einfach mal 90er Kanté in Rot. Kann man mal machen. Über links Verteidigung Mondi. Dann Innenverteidigung Varane. Ja, jetzt nichts Besonderes. 2 Icons mit Ferdinand, ich glaube. Der mittlere oder ist das Baby-Icon? Ich weiß es nicht. Totti Modric im Sturm, der wird in-game höchstwahrscheinlich mit Ronaldo gewechselt werden, der auch im Team ist. Ja, 89er. Cancelo, Rechtsmittelfeld als Rechtsverteidigung. Geht auch absolut fit. Und so die zentrale Defensive finde ich jetzt bei dem Team nicht so krass mit Varane und Ferdinand eben. Aber ansonsten ein absolut stabiles Team. Ich gebe dem Team mal eine faire
7 Bewertungen, also 7 von 10 Punkten. Geht absolut fit. Oh, der ist auch unangenehm. Anto heißt er, ja, Anto. Wer kennt ihn nicht? Eine schöne Bundesliga-Ecke, ähnlich wie ich, nur mit Werner und Reus. Dann, ja, Premier League, aber Premier League, die es in sich hat hier. Rashford, Player of the Month. Dann natürlich noch Inform, Hazard, Flashback, David Lewis. Stabile Außenverteidiger auf beiden Seiten, Van Dijk und Squad-Building-Challenge, Cech. Ja, leck mich fett. 4 extrem gute Offensivkräfte, das wäre mir jetzt ein bisschen zu offensiv, mir reichen immer 3 Offensive. Aber ansonsten auch mit Witzel und Goretzka natürlich 2 klasse Abräumer, von dem her ein echt stabiles Team. Joa, ist fair, wenn ich sage 9 von 10 Punkten, weil den als Gegner würde ich nicht gerne haben und geht absolut fit. Mustafa, Bruder. Muss aber ganz dringend los. Er hat jetzt kein spezielles Team, aber natürlich, man kennt es einfach mal, 90er Pogba in Rot. Da denke ich mir immer, was mache ich verkehrt, EA? Verstehe ich nicht. Ja, er hat dazu geschrieben, er spielt wie ich in Game 4-1-2-1-2, die zweite. Man kennt es, Jesus und Arnautovic im Doppelsturm, geht absolut fit. Pogba auf der 10, ja, geht schon klar, aber Pogba sehe ich eher so auf der 8 oder auf der 6, ich bin da nicht so 10er. Finde ich ihn jetzt nicht so krass, dafür sind seine Schusswerte ausbaufähig. Und ansonsten, ja, Verteidigung, komplette Goldkarten und sonst nichts Besonderes mehr. Dem Team würde ich mal 6 von 10 Punkten geben und alle anderen Punkte, die gehen auf Packluck, beziehungsweise Player Packluck. Herzlichen Glückwunsch. Aber braucht man mal, ne? Oh, da haben wir mal ein interessantes Team von Maxi. Guckt euch mal bitte den Doppelsturm an. Es gibt ja Leute, ich sage mal so 99%, die brauchen da vorne einfach Schnelligkeit. Guter Schuss, gute Physis und dann hast du eigentlich fast schon den perfekten Stürmer. Vielleicht noch ein bisschen groß, ne? Aber es gibt eben auch die Leute, wie in dem Fall hier Maxi, die legen gar nicht so viel Wert auf Tempo. Die wollen einfach hier, dass die Stürmer einen guten Schuss haben. Und mit guten Schuss meine ich 90 plus. Und dann werden auch Gegner zerfistet. Gut, ob das jetzt bei dem so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber im Allgemeinen hier schon mal eine mutige Aufstellung, ne? Aber dann, ja, gut, er hat noch Mbappé und Davis mit dabei über außen. Aber auch so, 2 klasse Abräumer, Innenverteidigung, geht absolut fit. Ja, gegen so jemanden zu spielen, würde mich echt mal interessieren. Auf solche Gegner triffst du in der Weekend League ja 0,0. Finde ich immer ein bisschen schade, aber ist halt so. Draxler noch in Rot. Finde ich auf jeden Fall mal interessant und was Neues. Daher 7 von 10 Punkte definitiv verdient. Ja. What the fuck? Henning, Digga. Henning macht einfach mal den Henninger. Der heißt FC Hodenhagen. Wumms, Digga. Beste überhaupt, Sympathie Easter, aber er hat einfach mal einen 95er Ronaldo in Rot. Bruder, ciao. Nee, Spaß, aber sonst ja, Informs, Icons, Headliner, Squad Building Challenge und hier Road to the Final, Alonso. Ja, schöne verschiedene bunte Karten, so wie EA es dieses Jahr mag, ne? Ja, mit Netwert wäre ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht so, ist nicht so meins und Campbell ist auch irgendwann überholt und nicht mehr der Beste, sage ich mal. Aber ansonsten, klar, müssen wir nicht drüber reden. Krasses Team, es wäre noch mehr drin, aber ich sag mal, 8 von 10 Punkte, ja, ist auf jeden Fall da. Auch White or Black hat definitiv die Coins am Start hier. 3x Team of the Year, 2x Flashback, 3 Icons. Ne, 3 Flashback, sorry. Player of the Month, Reus auch noch am Start. Jo, leckt mich fett. Aber Van Dijk kommt nur auf 7 Cam. Nicht so geil. Reus auf 8, Ibra auf 7. Butrageno auf 6. Der hat ja nur 97 Chemie. Jetzt sehe ich es erst. Was ist mit dem los? Ich würde dir eine andere Formation empfehlen. Und zwar wie bei mir eine Formation ohne Außenspieler, also ohne links und rechts außen, weil Rivaldo, verstehe ich bis heute nicht, warum den so viele Spieler gemacht haben. Vielleicht aus der Not, weil er, glaube ich, der erste Squad Building Challenge Spieler-Icon war. Wieder nicht richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Und sonst, ja, 86er Hullet geht schon klar. Butrageno ist überkrass, da müssen wir nicht drüber reden. Ibra überkrass und die Team of the Years auch, aber Cam geht gar nicht fit. Das muss man noch regeln. Deswegen ein bisschen boomern, da kann ich nicht drüber hinwegsehen. 6 von 10 Punkten,
ein bisschen ausbauen, ein bisschen verbessern, ein bisschen mehr überlegen. Du hast fast 2 Millionen Coins, Kumpel, mach was draus. Ja, aber wie gesagt, sonst natürlich ein krasses Team. Dann hat mir Bot noch geschrieben, Bot, Legende Bot. Ja, den kenne ich. Ihr höchstwahrscheinlich nicht, aber jetzt kennt ihr Bot, der Legendary. Hashtag Bot ist, neue Influencer, Hashtag bitte benutzen und, nee, müsst ihr nicht, passt schon. Der spielt seit Dezember erst wieder FIFA und hat dieses Team am Start. Ja, für einen Newcomer ein absolut stabiles Team. Hüntelaar und Ziyech, naja, da kann man sich drüber streiten. Vielleicht stellt er in-game auch noch um. Und seit Dezember nun 2-3 Monate. Ein absolut stabiles Team, kann man spielen. Auch Partey und so weiter habe ich ja auch gespielt. Da müssen wir aber fair bleiben und trotzdem sagen, andere Teams waren natürlich viel besser. Bot, ich gebe dir 5 von 10 Punkten und das mit einem ganz dicken, ja, jetzt wollte ich schon was sagen, aber ich bin ja werbefreundlich. Ganz dicken Kuss, ja. Ja, und irgendwann müssen wir mal aufhören, sonst sitzen wir morgen noch da. Viele interessante Teams und auch einige Leute mit extremen Pack-Luck oder Player-Pick-Luck. Leckt mich am Arsch. Also der Ronaldo in Rot, der ist natürlich in Erinnerung geblieben. Braucht man nicht drüber reden. Und ansonsten, wie gesagt, war natürlich mal interessant, eure Teams zu sehen. Es wird natürlich auch noch weitere Ausgaben geben. Wenn, werde ich das wieder im YouTube-Community-Feed oder auf Instagram ankündigen. Dann könnt ihr mir wieder alle eure Teams schicken, egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das werde ich dann nochmal mit dazu schreiben. Und ja, dementsprechend nicht so traurig sein, wenn es dieses Mal nicht geklappt hat. Ihr habt ja gesehen, ein paar Leute schicken ja doch eine Nachricht und es ist einfach schwierig, da jeden unter einem Hut zu bekommen. Möchte damit sagen, unmöglich. Ja, joa, einige stabile Teams waren mit am Start. Auch einige Teams, die natürlich ausbaufähig sind, von denen ich aber jetzt auch nicht bewusst hier irgendwie Verbesserungsvorschläge gemacht habe, weil das Format hier unten oben heißt ja, ich bewerte euer Team und nicht, ich verbessere euer Team. Vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann, ne? Aber in dem Sinne, danke fürs Zuschauen bei der ersten Ausgabe. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder und ich wünsche euch wie immer irgendetwas. Ihr wisst es ja, ne? Haut da rein!